Und damit willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Ja, letztes Mal, das weiß ich noch, ich habe nämlich schon länger wieder nicht aufgenommen, ich schlingel, sind wir von der Holzkohlenhöhle? Nee. Panthermol, genau, das war das mit dem Schiff. Morahame, Lager des Schwarzen Hundes, genau. Von dort aus sind wir nach Pravil gewandert und dann mit dem Traveler Service zurück in die Kaiserstadt. Und jetzt wollen wir hier ein bisschen shoppen gehen und dann wollen wir uns endlich mal um die Hauptquest kümmern. Es ist unglaublich, aber wahr. es ist unglaublich. Wir brechen feierlich nach Quatsch auf. Kein Quatsch. Aber vorher kaufen wir ein bisschen was ein. Ich grüße euch. Ich dich auch, Khajiit. Bin ich hier richtig? Elfengarten, Marktplatz. Ja, ich bin richtig. Dann gehen wir einfach hier am Rand entlang. Guten Morgen. Morgen. So. So, so, so. Sind wir hier schon? Nee, jetzt sind wir... Elfengarten. Was ist los? Was gibt's hier? Eine Taverne... Seid gegrüßt, Kaiserlicher. Und? Es ist eine Herberge. Ich bin gespannt, ob wir was Neues kaufen können. Vielleicht ein Elfenschwert. Aber wir brauchen unbedingt Reparaturhämmer. Hallo. Ich höre euch zu, Bürger. Ja. Die haben wir nämlich nicht mehr. Ich kann gerade mal gucken. Wir haben nicht nur noch einen. Ein verdammten Hammer. 30%, das dauert noch. Göttliche Eleganz. Hauen und Stechen, das ist doch immer eine gute Anlaufstelle für uns. Was kann ich für euch tun? Rüstung, Waffen, ich habe was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich sein? Das ist schön, aber ich will erstmal Sachen verkaufen. Das Elfenkurzschwert kann man eigentlich wegmachen. Denn, ja. Es bringt uns nichts gegen Geister. Gar nichts. Den Zwergenbogen, den nutzen wir ja. Silberkurzschwert heben wir auf gegen die Viecher. Dolch der Funken, den können wir auch wegmachen. Bei der Rüstung, das behalten wir alles. Hier war ja jetzt, glaube ich, auch nichts wirklich Tolles, was wir verkaufen können. Okay, dann wollen wir mal schauen, was er so hat. Bei den Waffen, er hat zum Beispiel Elfendolch, Elfenstreitaxt. Natürlich kein Langschwert. Silberclaymore, Silberkriegshammer. Stahl, Stahl, Stahl. Ja, toll. Das ist alles scheiße. Silberclaymore. Nee. Wir kaufen Zwergenpfeile. Warte mal. Pfeilchen. Huch. So. Aber ich glaube, das bringt bei denen auch nicht viel. Boah, 900. Das ist ein gutes Angebot. Ach du Kacke. 900. Na gut. Es geht nicht anders. Beehrt uns. Auch hier. Jo, du auch. Da brauchen wir nix. Die beste Verteidigung, da gucken wir auch mal. Ich bin Varnado. Ich weiß, Varnado, ich weiß. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. So, hier geht es schon los. Wir hätten... endlich Zwergenstiefel. Allerdings auch Orkstiefel, die von der Verteidigung her genau gleich sind. Ich verstehe das nicht. Ich raff es nicht. Der Orkbrustharnisch hat 10 Verteidigungen und unsere hat 9. Okay, das ist dann besser. Aber warum haben die Stiefel genauso viel wie die Stahlstiefel? Das ist einfach verwirrend.
Das lohnt sich gar nicht, die zu kaufen. Es lohnt sich aber auch nicht, die zu kaufen. Handschuhe haben 3, unsere haben auch 3. Das lohnt sich genauso wenig. Also das ist echt merkwürdig. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Allerdings hätte ich das Zeug gerne komplett. Das ist das Problem, ne? Also, ja. Deshalb schleimen wir hier nochmal. Ich hoffe, das funktioniert. Wir kaufen jetzt einfach... Wir kaufen die 3 Sachen jetzt. Ich versuche nochmal, das ist mir immer noch... Wir versuchen es mal. Ihr wollt mich wohl im Armenhaus... Schade. Ihr wollt mich wohl im Arm... Ja, ja. Wir wollen dich im Armenhaus enden sehen. Das ist doch nicht euer Herr. Ach Mann. Scheiße. Weiß ich nicht mehr, wo ich war. Bei 70? Kann das sein? Ich glaube ja. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Das kann ich nicht machen. Boah, der ist aber hartnäckig. Günstiger bekommen. Ja, ja. Ist total günstig. Ein hervorragendes. Ich sehe das schon. So. Der kann weg. Die können weg. Das ist ein echtes Schnäppchen. Und die können weg. Fertig. Ich weiß eure. Ach so, Reparaturhammer brauchen wir ja auch noch. Hätte ich beinahe vergessen. Das Wichtigste. So, die sieht cool aus. Ist zwar jetzt nicht so ganz passend zu dem Zwergenzeug, aber... Seht euch vor. Was willst du machen? Was kann ich für euch tun? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich... Gib mir am besten gleich die... Obwohl, nee, 15 reichen. Denn die wiegen ja auch was. Kommt wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, hier drüben war doch noch irgendwo so ein Waffenladen. Oder? Oh, hallo. Was habt ihr zu berichten? Ich glaube, da drüben. Ihr seid hi. Ihr seid hi. Dieser lockere Umgang hier, einfach cool. Glaube hier, ne? Die faire Chance. Vielleicht hat die ein Elfenlangschwert für uns. Was wollt ihr? Ein Elfenlangschwert. Kommen wir zum Geschäft. Elfenpfeil, na toll. Hätte ich mir eben die blöden Zwergenpfeile ja sparen können, ne? Gibt's doch nicht. Scheiße. Elfenlangschwert, oh, ich hatte es mal übersehen. Ich Depp. So, das Ding hat nämlich 13. Unseres 12, das ist extrem viel besser. Das lohnt sich total. Warum ist das so? Ihr seid ein harter Feilscher. Irgendwas stimmt hier nicht. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ja. Ihr wollt mich wohl im Arm... Ja, im Armenhaus. So. Empfehlt... Mit Sicherheit nicht. Lebt. Die Waffe, dann machen wir hier den... Auf der 2 und auf der 1 war aber hier das Elfenlangschwert. Cool. Sieht schick aus. Aber warum hat das nur einen Schadenpunkt mehr? Das ist echt unmöglich. Wie geht es euch? Ausgezeichnet. So. Dann wollen wir uns mal nach Quatsch aufmachen. Ich würde sagen, wir reisen... Warte mal, wir reisen... nach Skingrad und von da aus... Bitte. Nur eine laufen wir dann. Würde ich sagen. Laufen, reiten oder sonst was. Zwergenbogen, was haben wir für Pfeile? Ich glaube, wir haben die Silberpfeile noch ausgerüstet, ne? Ja. Ja, hätten wir die eigentlich auch verkaufen können und... Naja, egal. So, die Zwergenpfeile haben 5 Schaden.
Und die Elfenpfeile hatten, glaube ich, auch 5. Das ist echt merkwürdig. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also, falls mir das irgendwie einer erklären kann, warum das so ist, dann bitte sag es. Also, ich glaube, das liegt einfach an dem Balancing hier. Von dem Oblivion Reloaded oder so, keine Ahnung. Vielleicht um es noch schwerer zu machen, als es so schon ist. Ich weiß es nicht. So, laufen wir richtig? Jo, wir laufen richtig. Hier wäre natürlich jetzt Regen gar nicht so schlecht, ne? Muss ich ja zugeben. Aber wenn ich den wieder aktiviere, ne, dann nimmt das Ganze wieder Überhand. Ja. Hallo? Mich veräppeln hier? Bin ich echt so ein schlechter Schütze geworden? Jetzt aber, ha? Jawohl. Komm her! Da verliere ich schon wieder mein Fadenkreuz. So, Zwergpfeil, Gold. Mal gucken, ob da drüben auch noch Zwergpfeile sind. Ich hab die ja so ein bisschen tiefer geschossen. Da ist einer. Und da haben wir auch noch 2, 3. Siehst du mal, hier kannst du dir fast alle sogar wiederholen. Wir heilen uns mal. Ah, und dann können wir auch gleich hier beim Sammy mal ein paar Dietriche kaufen. So. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Serodil. Ja, die schöne. Das ist schön. Trank der Krankheit. Tränke sollten wir wahrscheinlich auch mal kaufen. Stimmung 37. Er ist ganz gut gelaunt. Vielleicht versuchen wir es mal so. Das ist doch nicht euer Ernst. Doch, doch. Es ist eigentlich mein Ernst. Ihr müsst mir schon... Beehrt uns... Egal. Hui. Le, 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 le. Es werden irgendwie immer mehr Pferde hier, ne? Die vermehren sich hier wie die Fliegen. So. Was? Greetings, Traveler. Wir wollen nach Skingrad. Yo! Enjoy the joyride! Die Leute mögen euch lieber, wenn ihr viel Charisma besitzt. Ich glaube, damit sind wir nicht so gesegnet. Yo! Okay, wir müssen einfach nur dem Weg hier folgen. Da ist wieder ein Bandit wahrscheinlich. Oh ne, sieht nicht so aus. Ist ein Schafhirt? Bist du ein Schafhirte? Glaube ja. Mhm, lecker Flachs. Wie cool sie die Straße um diesen Baum rumgebaut haben, ne? Weißt du, sonst wird wahrscheinlich alles abgeholzt. Nur dieser eine Baum hier, der wird verschont. So, weiter heilen.
Ah, die Lichteffekte, ne, Leute. Ich geh kaputt. Ich geh einfach nur kaputt. Oh. Mein Arm ist im Weg. Komm her. Zu den Waffen, zu den Waffen. Du bist ganz alleine. Hoffe ich. Ja. Komm her. Blocken. Ist euch klar? Uff. Uff. Mithril-Handschuhe. Nehmen wir mit. Ich denke, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Zum Verkaufen. Und da oben ist ein Banditenlager, ne? Sehe ich das richtig? Glaube schon. Komm schon, einmal noch. Jawohl. Quick Save. Und dann schleichen wir mal. Ihr habt gefunden, Lager der fetten Ratte. Es sind auf jeden Fall Banditen. In die Eier. Entschuldigung. Hallo, block doch mal. Wohl nächstes Mal nicht in die Eier. Sah nur so aus. Zwergfeil, Mithril Stiefel, Dietrich. Und der hat hier so einen Elfenstreitkolben. Aber den lassen wir da. Ich mag das, zu Fuß reisen. Ich finde das echt cool. Weil da schießt noch so tolle Lager hier. Mit nichts. Oh. Ein Schrein. Ha. Effekt. Okay, ich bin jetzt schon still. Ich halte ja schon die Klappe. Aber es ist einfach schon geil. Unglaublich. So, gleich sind wir voll geheilt. Juhu. Und unser Mana wurde gefestigt. Das heißt, ich kann hier ganz entspannt den Zauber wirken. Puh, ist noch ein ganz schöner Weg. Aber wer weiß, auf was wir hier noch stoßen. Das ist ja immer das Tolle. Aber hier... Oh. Ich wollte gerade sagen, hier scheint es relativ lahm zu sein und... Was ist das? Für mich was... Oh nein. Seht ihr, was da vorne ist? Oh mein Gott. Da unten ist auch noch eine Mine oder so. Und da oben... Okay, wir versuchen es mal. Vielleicht schaffen wir es ja. Feuerscheinhöhle. So. Okay. Wir warten kurz. Steht er da? Ja, da ist er. Es ist ein Minotaurus. Ach du Scheiße!
Okay, spektakulär, wie er da am Felsen hängen bleibt. Komm her! Komm her! Wow! Okay. Er hat eine enorme Reichweite. So was die Angriffe angeht und er zaubert irgendwas. Hä? Was ist das denn? Was ist denn für ein Typ? Hey! Und jetzt fallt um und verblutet. Das ist ja cool. Kommt einfach irgend so ein Typ angerannt und hilft uns hier. Mit bloßen Fäusten verprügelt er den Minotaurus. Jetzt fallt um und verblutet. Gleich haben wir ihn. Ihr werdet mich nie besiegen. Yeah. Wer bist du denn? Marinus Katiotus? Ja? Seht euch vor. Danke dir. Vielen Dank. Zwergfei, Minotaurenhorn. Nehmen wir mit. Puh. Aber ich glaube, der hat unser Hey! Hier bin ich! Hallo? Oh. Was ist mit dir? Kein Bock anzugreifen, okay. Meinetwegen. So, reparieren wollte ich. Elfenlang Schwert. Sein Boden. Quick Save. So. Nächstes Mal müssen wir dann aber wieder alles ignorieren. Aber die ist bestimmt total klein hier, die Höhle. Hier gibt's nicht viel. Keine Gegner? Was ist hier los? Nur ein Feuer. Links oder rechts? Ich würde sagen, erstmal hier. Uh-oh. Nein! Das Scheißviech macht uns gleich wieder tot. Das gibt's doch nicht! Wir können das Ding nicht töten! Geht einfach nicht! Geht nicht! Unmöglich! Unmöglich! Unglaublich! So, unglaublich! Schaffen wir nicht! Jetzt kann ich nur hier rechts lang gehen. Da wartet aber wahrscheinlich auch gleich wieder so ein Viech. Das gibt's doch nicht. So, ich könnte jetzt hier runterhüpfen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Oh. Oh, nein, 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 nein. Hat er uns gerade angegriffen von da unten? Der Blödmann. Komm her. Hey! Ja gut, dann war es halt eben so. Okay, so fies sind die jetzt gar nicht. Hält sich in Grenzen. Da sind die scheiß Irrlichter gefährlicher als der. Das gibt's doch nicht, ey. Das regt mich jetzt auf. Warum können wir dem keinen Schaden machen? Wir machen schon Schaden, aber das Viech heilt sich ja so schnell. Da hast du ja keine Chance.
Was bist du? Lass mich raus. 31 Gold. Aha. Feuerscheintunnel. Moment. Uno momento. Ich guck erstmal hier unten. Keine Falle. Nur eine Tür. Und die führt wahrscheinlich nach draußen, ne? Die Westebene. Das ist... die eine Tür. Jawohl, hier unten. Ja. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ist also nur eine Höhle. Nicht zwei, wie ich am Anfang gedacht hatte. Oh Mann, so. Gut, dann gehen wir da drüben mal in diesen Tunnel. In dem hoffentlich keine Irrlichter lauern. Oh, schwierig. Geil, ein Dietrich. Stab der Abtrennung. Also, leichte Rüstung. Schade. Schade. Einfach wieder blöd. Wasser hier zünden, Nektar. Warum nicht? Geringe Entnervung. Ah, geil. Geringe Entnervung. Ja. Die brauche ich auch manchmal. Geil. Geringe Entnervung. Ich kann nicht mehr. So, komm her, Troll. Ich bin so genervt von dir, ey. Scheiß Troll. Oh. Kommt der denn her? Ach, der kommt von oben runtergestürzt. Ja, toll. Jetzt haben wir hier... zwei von denen. Was natürlich nicht so gut ist. Heilen die sich gegenseitig? So, einen sollten wir vielleicht irgendwie mal erwischen. Okay. Und jetzt sollten wir vielleicht mal abhauen. Haben wir einen Eiltrank? Irgendwas. Wow. 20 Punkte immerhin. 50 Punkte. Woo! Okay. Okay, ich mach mal einen Quick Save gerade. Den kriegen wir nämlich so hin. Der hat nämlich gar keine Waffe. Und wenn wir immer schön blocken. Und der ist natürlich wieder gefährlicher ohne Waffe. Als mit Waffe, wie man merkt. Weil der macht unglaublich viel Schaden. Obwohl er keine Waffe hat und der andere mit dem Riesenhammer. Mit dem Riesenkriegshammer. Macht irgendwie keinen Schaden. Aber gut, er trifft uns jetzt hier gar nicht. Das ist natürlich schön. Hehe. Oh, schade, Minotaurus. Es tut mir leid. Oh oh. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir total leid. Jetzt stirb endlich. Oh. Gott, ey. So, wir haben bald keinen Platz mehr für die Hörner.
So, jetzt sind wir unten, ne? Ja. Puh. Das war... anspruchsvoll. So, Quick Save. Und jetzt ist doch hier unten was total Tolles, oder? Wahrscheinlich noch ein Minotaurus. Schlüssel für die Feuerscheinhöhle. Ist das jetzt der Schlüssel für die Truhe da hinten gewesen? Wahrscheinlich, ne? Levitation haben wir ja leider nicht. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Ich muss da an dem scheiß Irrlicht vorbei, aber... das könnte schwierig werden. Das wird uns nämlich fertig machen. Richtig fertig. Aber weißt du was, wir gucken mal. Es war doch... ah ne, warte mal, ich muss erst... warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Hier lang. Nee. Mist. Verdammt. Hä? Bin ich doof? Wie zum Teufel komme ich hier weg? Ach scheiße, wir sind ja hier durch dieses Loch gefallen, ne? Ach. Mist. Da war ja was. Da war doch was. So. Dann nochmal oben rein. Ach, obwohl. Weißt du was? Komm, wir lassen sein. Das können wir uns sparen. Denke nicht, dass da jetzt irgendwas total super Tolles wartet. Wir haben ja schon die Haupttruhe geplündert. Und da wertvolle Sachen gefunden. Das mit dem Magie reflektieren, das ist gar nicht so schlecht. Die hat einen Elfenbogen. Glaube ich. Oder? Ne, Zwergenbogen. Schade. Schade. Den können wir noch mitnehmen. So, und dann bauen wir da vorne mal unser Zeltchen auf. Oh nein. Och. Och, sie hat Marinus getötet. Oh. Und wir übernehmen sein Haus. Okay. Dann werfen wir hier mal unser Zelt hin. Bauen das total professionell auf. Legen uns pennen. Zack. Dann machen wir so. Halb sechs. Das ist gut. Dann reparieren wir nochmal. Oh ja. Das hat ganz schön gelitten alles. So. Und in der nächsten Folge ziehen wir dann weiter nach Quatsch. Also, bis dann. Tschüss.